Chefarzt Dr. Philipp von Breitenbuch und leitender Oberarzt Dr. Michael Hohaus bei einer Besprechung im Elbland-Klinikum Radebeul. Die beiden Mediziner sind hier in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie tätig und über viele Jahre erfahren im Umgang mit verschiedenen Krankheitsbildern. Also wir haben hier in Radebeul eine Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Das heißt, wir beschäftigen uns neben den Schilddrüsenerkrankungen vor allem mit den Erkrankungen des Bauchraums. Haben hier ein sehr großes Spektrum. Wir machen Magenchirurgie, Leberchirurgie, Dickdarm-, Enddarmchirurgie, natürlich die Chirurgie Blinddarmentzündung, Gallenblasen und sind ein zertifiziertes Zentrum für Bauchwandbrüche und Zwerchfellbrüche. Also wir haben ein Ärzteteam natürlich, das aus mir als Chefarzt und drei Oberärzten und Assistenzärzten besteht, und wir haben ein ganzes Pflegeteam, das oben auf der Station, auf der peripheren Station zuständig ist für die Patienten. Wir haben natürlich eine Intensivstation hier bei uns in Radebeul und eine sogenannte Intermediate Care Station. Das ist eine Station als Zwischenteil zwischen der Intensivstation und der Normalstation. Auch da werden die Patienten natürlich von dem Ärzteteam und von der Pflege betreut, sodass man das in Zahlen, kann ich es gar nicht so fassen, aber es ist ein großes Team natürlich, das da ist, um die Patienten zu behandeln. Dr. Michael Hohaus ist seit 2023 in Radebeul tätig und kommt von einer Klinik aus der Landeshauptstadt. Hohaus ist ein erfahrener Chirurg und Spezialist für eine besondere Erkrankung, sowohl in Diagnose wie auch in Therapie. Also ich war ja viele Jahre leitender Oberarzt im Klinikum Dresden-Friedrichstadt, habe dort die Esophagus-Magenchirurgie geleitet, zertifiziertes Zentrum dort gewesen. Und habe nach langer Zeit, insgesamt waren es 23 Jahre, mir gesagt, es muss auch noch was anderes geben. Und das hat mich eigentlich hierher getrieben, an dieses Elbland-Klinikum, nach Radebeul, um auch speziell hier an dem Haus mein Steckenpferd, die Refluxchirurgie, Refluxbehandlung von Patienten, die ja hier schon primär auch schon etabliert war, weiter auszubauen, aufzubauen. Mit der Erfahrung der Chirurgie im oberen Bereich Magen-Speiseröhre, was ja letztlich die Refluxchirurgie dann ausmacht. Der Patient steht ganz im Mittelpunkt. Das ist für die beiden Ärzte ganz besonders wichtig. Neben der Tätigkeit im Operationssaal gehört die Arbeit auf der Station zur stetigen Routine. Ein großer Vorteil in der gesamten Elbland-Klinikengruppe. Also sowohl mit Riesa als auch mit Meißen haben wir Kontakte, auch mit den entsprechenden Abteilungen, mit den Chefärzten hat man Kontakte, auch was jetzt gerade die ganze Refluxchirurgie angeht, die ja auch an anderen Standorten angeboten wird. Da haben wir gute Kontakte zusammen. Wir haben jetzt auch als Ziel, was jetzt speziell Refluxchirurgie angeht, ein Refluxzentrum gründen wollen, wo also die Patienten noch optimaler und noch konzentrierter, was die Diagnostik und Therapie angeht, behandelt werden können. In der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Elbland-Klinikum Radebeul ist alles in ständiger Bewegung. Chefarzt Dr. Philipp von Breitenbuch kennt die Herausforderungen der Zukunft. Nein, ich glaube, wenn man sagt, bleibt alles gut, dann hat man Stillstand, das ist Rückschritt. Wir wollen natürlich schon nach vorne marschieren. Wir wollen das Spektrum, das wir momentan haben, eher ausbauen, denke ich, von den Patientenzahlen noch. Wir müssen uns entsprechend aufstellen mit Mindestmengen. Da sind gewisse Zahlen, die wir erfüllen müssen von Seiten der Politik. Das wird in den nächsten Jahren kommen. Und da, glaube ich, wird es hingehen. Und ich will einfach für den Standort Radebeul, dass wir hier weiterhin sehr gute Medizin machen können. Und gute Medizin wird bei uns gemacht und in vielen anderen Krankenhäusern. Was uns davon unterscheiden muss, ist, dass wir freundlich sind, patientenorientiert arbeiten. Und ich glaube, das ist wichtig, interdisziplinär miteinander arbeiten. Und schon wartet ein neuer Patient auf die beiden Mediziner, die sich ganz individuell mit dessen Erkrankung beschäftigen. Mit dieser Arbeitsphilosophie gehen Chefarzt Dr. Philipp von Breitenbuch und der leitende Oberarzt Dr. Michael Hohaus an den OP-Tisch.